Hey, schöne Grüße von der Ostsee. Ja, ich habe mich hier für eine Woche mal zurückgezogen und mir fiel heute wieder ein, wie ich vor einigen Jahren auf Bali Urlaub gemacht habe. Auch aus einem Bedürfnis heraus, vollkommen eins zu werden, im Bewusstsein mit meiner Quelle. Und ich habe mich tatsächlich kaum aus dem Haus bewegt in Bali. Ich war in den 6 Wochen oder wie lange ich da war, glaube ich, ein einziges Mal im Meer und am Strand, weil es mir darum nicht ging, auch wenn ich viele Kilometer geflogen bin und an einem sehr schönen Ort war. Aber es ging mir tatsächlich darum, also den Ort in mir zu finden, der, an dem ich weiß, okay, hier spricht die Quelle zu mir. Und ich möchte gerne etwas teilen, weil es mir sehr geholfen hat. Und zwar habe ich dort gefragt. Ich habe mich hingesetzt und habe in dem Fall Jesus darum gebeten, mir ein Zeichen zu geben, wenn er spricht, wenn er bei mir ist. Ich hatte das Bedürfnis, mich mehr für die Stimme in mir zu öffnen, mich mehr für die Stimme von Jesus zu öffnen, mich mehr für die Stimme des Heiligen Geistes in mir zu öffnen. Und ich habe inniglich darum gebeten, dass er mir ein Zeichen gibt, das unverwechselbar ist und das ich selbst nicht machen kann, das ich selbst nicht herstellen kann, damit ich weiß, okay, jetzt bist du da, jetzt bist du da, jetzt bist du hier bei mir, jetzt höre ich dich, jetzt ist der Kanal offen, jetzt weiß ich, es spricht nicht mehr Anja, es spricht nicht mehr irgendeine Rolle, es spricht nicht mehr irgendein spirituelles Werk, es spricht nicht mehr das Ego, es spricht die Quelle, das, was ich wirklich bin, zu mir. In dem Fall für mich als Bild Jesus oder den Heiligen Geist zu nehmen, aber die Bitte war für mich, ein Zeichen zu finden, wo ich weiß, ja, diese Stimme ist es jetzt, die in mir spricht und aus mir spricht. Und dieses Zeichen, also ich hatte einfach diese Inspiration, weil ich das von einigen anderen Schülern und Lehrern gehört hatte. Und das Zeichen des einen Lehrers war zum Beispiel Rülpsen. Und jetzt ist es wirklich so, ja, er ging in Verbindung und plötzlich hat er gerülpst. Und das mehrmals und auch immer wieder zwischendurch. Es war erstmal für Ohren, die das nicht gewohnt waren, schon gewöhnungsbedürftig, aber es war dann klar, okay, jetzt spricht nicht mehr er, weil er selber hätte das ja durchaus lieber vermeiden wollen. Und eine andere Bekannte hat angefangen zu gähnen. Und du hast es eindeutig gesehen, das war auch nicht, das kam aus ihr raus und du wusstest, es war aus ihr verbunden. Und ich habe gedacht, okay, ich will hier keine Bedingungen stellen, wie es bei mir aussehen wird, aber ich möchte auch so ein Zeichen. Ich möchte so ein unterdrückliches Zeichen, dass er jetzt bei mir ist, ja? Dass die Stimme bei mir ist und dass ich geöffnet bin und dass ich mir keine Sorgen machen muss, wer hier spricht. Und ich glaube, es war nicht am selben Tag, sondern 1-2 Tage später, als mir auffiel, in meiner Nase knackte.
ist. Es wurde wie von innen weit in der Nase und es knackte. Man kann das sogar, wenn man still neben mir sitzt, kann man das immer noch hören. Es knackt in meiner Nase und ich spüre dieses Knacken, aber vor allem innerlich. Es ist wirklich, ja, irgendwas bewegt sich in der Nase. Und dann ist mir klar geworden, oh mein Gott, das ist das Zeichen. Das ist das Zeichen, das war vorher nicht da. Das wusste ich eindeutig, dieses Zeichen war nicht da. Und jedes Mal, wenn ich in die Verbindung ging, wenn ich sagte, okay, ich möchte offen sein, ich möchte still, ich möchte mich dieser Stimme widmen, ab einem bestimmten Punkt kam dieses Knacken und dieses Weiten in der Nase. Und ich habe das tatsächlich bis jetzt. Es ist immer da, ich brauche es nicht mehr, aber es ist eine Begleiterscheinung, die weiterhin da ist. Und es hat mich so beruhigt und es hat mich so erleichtert und es war für mich eben auch ein Zeichen, wow, ich kann eine Frage stellen und ich kann eine Bitte äußern. Und mein Gott, sie wird beantwortet, auch mir. Und ich war zu diesem Zeitpunkt noch in einer Phase, wo ich selber nicht geglaubt hätte, dass ich so ein Zeichen bekomme. Ja, der Gedanke war schon, ja, alle anderen, aber ich nicht. Ich weiß nicht, wie das geht, ich bin noch zu frisch, ich habe noch viel zu lernen und ich bin noch nicht so weit. Aber ich bin extra nach Bali geflogen. Ja, für mich hat es das gebraucht, das braucht nicht Bali. Das kann zu Hause in deinem Sessel passieren oder wo auch immer. Aber für mich war es so ein Commitment, ich möchte mich hier diese Stimme in mir widmen. Und ich möchte, dass ich mich weiter öffne. Und das war eins der Ergebnisse davon. Und ich kann dich nur ermutigen dazu, es auch mal zu versuchen. Setz dich doch einfach mal ganz ruhig und entspannt und offen hin. Tune dich ganz tief ein. Verschmelze mit der Stille. Und dann bitte, bitte um ein Zeichen. Bitte um ein Zeichen, dass du merkst, dass dir gezeigt wird, wann du nicht mehr, auch in deinem Bewusstsein, nicht mehr allein bist. Wann die Verbindung steht. Und bitte darum, dass es ein Zeichen ist, von dem du weißt, dass du das nicht machen könntest, dass du das nicht selber machen könntest, dass du das nicht selbst herstellen könntest. Und dann warte, was passiert. Erwarte nichts. Und bemerke einfach, ob sich irgendetwas in den nächsten Tagen oder Wochen bei dir verändert, immer wenn du ganz bewusst die Einheit spüren möchtest. Ich wünsche dir viel Freude dabei. Herzliche Grüße.